Nein, ich. Markus, gratuliere zu deinen 500 Abonnenten. Hast einen coolen Kanal. Deine Videos sind echt klasse. Taugt mir total gut. Also, aussehen mit der Familie und ja, die Natur einfach genießen. Wirklich super. Ja, du hast ein Giveaway gemacht und du hast gesagt, zeigt mir eigentlich ein coolstes Messer, tollstes Messer oder ein Messer, wo eine Geschichte dran hängt. Also, ich habe jetzt lang gesucht, ein gutes Outdoor-Messer. Ein für Bushcraft und Survival. Und da habe ich mir einige gekauft und ja, bei ein paar kann ich sagen, war es ein Fehlkauf. Also mein allererstes Messer war natürlich ein Mara, das Mara Bushcraft. Also muss ich ehrlich sagen, das war wirklich ein gewaltiges Messer. Nur das ist gleich einmal an seine Grenzen gestoßen, wenn es ums Entasten oder so gegangen ist. Da hat es mir nach vorne die Klinge verbogen, weil der Stahl einfach zu hoch war. Dann habe ich gedacht, okay, brauchst du echt ein bisschen ein stabileres Messer. Dann habe ich mir von Hele das Alden gekauft und das war wirklich, also mit dem war ich, bin ich heute noch super zufrieden. Also ist wirklich total leicht, wie gerade mal 120 Gramm, ist sau scharf, hält die Schärfe auch und wirklich, also Hammermesser. Und ja, wie es halt so ist, man kauft sich dann wieder eins dazu und wieder eins dazu und ja, also bin ja eigentlich nachher nie mehr dahin gekommen, wo ich wollte, so wie das Hele Alden, nur ein bisschen stabiler noch. Und haben, wie gesagt, also haben wirklich ein paar Messer gekauft und ja, die haben einfach das nicht gebracht, was ich wollte. Jetzt will ich eigentlich das da. Das ist das Völkniven F1. Und also da habe ich mir lange überlegt, ob ich was kaufen oder nicht, weil ich viele im Internet gelesen, Kommentare gelesen, wie die Leute zufrieden waren und da ist halt einmal so und einmal so. Viele haben gesagt, also, das bricht aus beim Betoning und ja, man kann nicht gut schnitzen. Und da war ich eigentlich immer sehr gewischte Gefühle, bis ich beim Benjamin außen war, bei dem Gruß und da war der Dennis vom Fuber Forest Films war da auch, mit dem habe ich noch ein bisschen geredet eben über seine Fahrens und ja, dann habe ich mich eigentlich für das entschieden und das ist wirklich mein absoluter Favorit vom Automesser. Ist wirklich einfach nur ein geniales Messer. Ist sehr schnitthaltig, kann man wirklich super schnitzen, bin total zufrieden, es ist leicht, das war mir total wichtig, dass es relativ leicht ist. Der Gummigriff also liegt wirklich super in der Hand, auch wenn es feucht ist. Full Denklinge war mir natürlich auch wichtig und eben da haben wir 4 mm. Also ein sehr stabiles, gewaltiges Messer und ja, also mit dem bin ich wirklich super zufrieden. Also ist wirklich, ich möchte es nicht mehr missen. Ganz einfach. Man kann Feuerstelle auch anreißen mit der Kanten, also wirklich Hammer. Und da nehmen wir eben nachher noch eine Kreidegscheide dazu gekauft. Da vom Expedition so ein Single-Schief mit anmachen und ein kleines Taschele. Da habe ich eigentlich alles dabei. Kinnspann, Feuerstall, ein bisschen Schnur, Messer. Also wirklich ein Wahnsinnsmesser, also mit dem bin ich wirklich super zufrieden. Man sieht, also das geht rein, ist wie Butter, einfach leid. Genial, das Messer. Ja, Markus, das war es eigentlich. Also, Völkniven F1 ist mein wirklich mein Favorit. Also, einfach geniales Messer. Und ich wünsche dir noch alles Gute für deinen Kanal. Mach weiter so coole Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.